Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Gentlemen, start your engines, please. Servus und hallo zum großen Preis von Italien in Milano. Mit mir dabei der Jockele. Race is starting now. Von 13:15 gestartet, schon nach vorgekommen ein bisschen. Motivalvo. Hallo. Ja, bella. Grazie. Mille. Was auch immer. Mille. Mille. Mille, Mille, Mille. Miau, schön vorbei. Joker ist ja unser Halbitaliener. Der mag die Italiener so total gerne. Ja, nur dass ich Brechdurchfall bekomme. Ah. Oh, hier liegt ja eigentlich mal die Strecke in Monza. Ja. Aber trotzdem hasse ich sie. Hass lieber. Schmidt. Auf der 1 vor Lipone. Oh. Chica stellt die Rangordnung wieder klar. Weg da, du Schlampe! Nee, du bist so gemein, Chica. Ja, was sieht Wanderdeck gut ab? Der alte Decker. Black und Decker. Oh, beide rollen hintereinander aus. Hast du das gesehen? Ja. Hey, ohne Crash, beide hintereinander. Schön. Ist ja geil. Safety Car, Safety Car. Schade, dass sie nicht noch voll reinkacheln. Ne? Der eine richtig in die Mauer rennt noch. Boxenstopp lohnt sich gar nicht. Ist mal wieder die Runde 2. Weißt du? Da denkt man, also da rechnet man mal nicht damit, wie letztes Mal, wo wir die Lager voll in die Scheiße greifen haben lassen. Vor allem, ja, dann. Zum Glück ist es nicht, dass unsere Bäder sind waren. Jetzt stell dir vor, der hat jetzt schon so errechnet, jetzt sie haben und wieder zack, zuckelt. Ich komm nicht raus. So errechnet gehabt, ja. Da muss man wieder an Alonso denken, damals. In Singapur und dem ekligen Nelson Piquet. Da finde ich immer noch, dass Rosberg da hätte gewinnen sollen. Da war er noch sympathisch. Nein. Aua, schleppt uns ab. Das dauert noch eine Weile, bis die Safety Car wieder geht. Erst dann sind sie verschwunden. Ist auch schade, können sie auch eigentlich mal machen. Achso, ist das wirklich so? Mhm. Okay. So lange bleiben die jetzt da stehen. Da fahren unsere Fahrer vorbei. Lalalala. Deswegen ist Safety Car ja immer zwei Runden draußen. Es dauert immer zwei Runden, um alle Fahrzeuge zu eliminieren, die auf der Strecke sind. Kommt so ein Raketenwerfer. Hallo. Wie geil das ausschaut, wenn die aufschlagen und die Funken so sprühen. Ja. Schon schön gemacht. So ein bisschen noch mehr Action an der Strecke, so jetzt so ein paar Ordner und alle, die da stehen und versuchen mit dem Kran das zu abtransportieren. Wir sind ja nicht hier im Büro. Da unten, da geht die Temperatur runter. Wir könnten rausfahren auf Intermediates, ne, Lara? Oder ich falsch? Ich will nicht mehr, ich hab keinen Bock auf die Scheiße. Jedes Mal werde ich gemobbt. Wenn ich ins Headquarter komme, mache ich nicht mehr mit. Ist auch cool, wieder die Autos zu fahren. Traktor oder was immer da gerade herumfährt. Ja, komischerweise machen sie das ja so, aber direkt an der Strecke. So, langsam können wir aufdrehen. Hallo. Hallo. Ihr Uschi. And the restart is starting right now. Warte, schauen wir mal. Ah, ja, hat der Jockel recht. Und da gibt's schon voll Action.
Pass doch auf Joker auf, der hat seine Blutdrucktabletten nicht genommen. Ja. Die habe ich in China vergessen. Hier gibt's die nicht zu kaufen. Beziehungsweise das Zeug fresse ich nicht. Will ich nicht. Das ist mir suspekt. Sharp. Es ist komisch, dass die auf den gebrauchten Schlüppern startet. Dass die keine mitnehmen. Da hat sich wohl jemand sehr verkalkuliert. Verkalkuliert. So. Ja gut, die werden... Boah, die verschleißen echt extrem schnell. Die Reifen ab und zu. Temperatur kriegt man kaum rein. Ich glaube, es war genau umgekehrt, oder? Das ist die Temperatur. Schwer. Ja, Temperatur, finde ich, es kriegt man in neuerdings so vielen Strecken nicht mehr hin. Ich glaube, da haben sie wahrscheinlich auch was geändert. Weil unser Auto war jetzt auch nicht so schlecht auf Temperatur. Also ich glaube 3 Sterne zumindest. Ich finde, oder der Ding halt in den unteren Linien leicht sein, aber. Weiß ich nicht, ob das so einen Unterschied macht, dass da die beiden liegen da so einen Unterschied aus. Lass die Lunte nicht so einfach vorbei. Zweimal Steinmann vor, zweimal Rossini und zweimal Panther. Diese Abwechslung. Hast du gehört, du blöder Navarro, lass uns vor. Ja, sehr brav. Zweimal auf die Lava. Der 10 jetzt in der Vidal. Der rächt sich noch für das letzte WM-Finale, fürs Vergeigte. Da fängt meine Stimme wieder an zu knödeln. Schaut trocken aus. Reifen 35. Müssen wir jetzt gucken, weil beide haben die gleiche Prozentzahl. Einer sollte jetzt schon reingehen. Ach, halt ein. Was? Meinst du? Mit 31%? Oder du lässt beide in der nächsten Runde, aber dann hängt halt einer hinterher. Glaubst du, das reicht nicht mehr für 2 Runden? Wahrscheinlich nicht, ha? Also jetzt wird auf jeden Fall bei 25% oder weniger sein nach der nächsten Runde. Als die Lara natürlich auch wieder noch draußen lassen, 2 Runden, dann ist er aber völlig. Wollen Sie mich fahren? Lara, konservativ. Was? Ihr wollt mich wirklich verarschen, ja? Die Chica kriegt dann aber einen Vorteil und darf dann rein. Nein! 11 Runden lang war der Gummi jetzt oben. Gut, durch die Safety-Car-Phase. Ja, aber hast der trotzdem einen schönen Push gehabt? Hm. Wäre natürlich auch eine Idee, auf Mittel dann durchzufahren. Oder halt wirklich zweimal noch volle Lotte raus lunten. Tja, oder bei ihr zweimal weich und bei der Lara denn Mittel zu gehen. Was? Wollt ihr mich verarschen? Ich will euch halt so Strategie geben. I'm not amused. Ja, du hast recht. Muss ich doch. So, na dann machen wir Mittel. Nicht wahr, Lara? Da wo du kannst einen Schnellboxenstoff machen. Ich hau noch in die Hose, Peter. Schau, ich hau euch alle mit Silber ein. Ich hau euch so in die Fresse. Das ist doch eh nicht. Lipponen vorbei an Schmidt. Willi auch überholt. Da kommst du gleich rein hier, brav. Ja, hat gut geklappt, Lara. Na,
mal hin. Da komme ich hinter der Chica raus. Es hat sich gar nicht gelohnt. Letzter Platz. Oh Gott. Mal schauen, die sind auf den harten. Wie auf den mittleren. Mal gucken. Ich muss am Ende wahrscheinlich noch Reifen sparen. Geht gut zu Ende. Boah, Chica fake durch. Scheint wirklich ganz trocken zu Ende zu gehen. Lunte und die schnellste Runde. Die schnellste Lunte auf der Strecke. Liao führt. Mit den abgegammelten Schlüppern. Geht jetzt auch rein. 22%. Chica weiter so die Reifen schön rausschlüppern. Ansonsten. Weiß ich nicht. Ja. Naja, ansonsten reicht es nicht nur in Boxenstopp. Vier Runden. Ja, Abstand gleich bleiben. So ekelhaft, wie gut die fahren. Da vorne. Diese Teams, die haben echt einen mega Vorteil. Lara versucht, die Idee zu überholen. Die Idee. Lass mich vorbei, die Idee. Ist es die Idee? Aber die nehmen die Harten auch ganz schön ran. Da haushalten wir besser mit unseren mittleren. Mhm. Dann könnte das doch ganz gut klappen. Hong Liao gibt es Gas hinter der Lara. Prozent noch 8 Runden. Naja, ein bisschen mehr kann man schon aufdrehen. Der Chica. Und dann nächste Runde rein, ha? Mhm. Ja. Dann sind es noch 6 Runden. Sollte gut aussehen. Kannst du alles rauslöten. Ja, sieht gut aus. Das gefrorene Stopp. Ja komm, du musst was riskieren. Bei denen bin ich mir nicht mehr sicher, ob die reingehen. Die werden durchfahren wahrscheinlich. Wo Lupponen, da könnte es auch noch eng werden. Hm. Mal schauen. Bergmann wird noch reingehen. Der wird möglicherweise, wenn auf Reifen sparen fahren. Lupponen, könnte ihn denn kosten. Sehr schön, gut, 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 gut. Ja. So ist die Lara durch. Lundqvist und Navarro da vorne. Das sind die Sponsorenziel. Fünf Runden noch. Schauen wir mal bei der Lara vorbei. Geht so schnell das Rennen. Muss ja auch mal sein. Lara prügelt noch ihre Beste raus bisher. Und Chica die absolute. Eventuell. Nice. Bringt zwar keine Punkte, aber. 1-0-8-5-8. Was? 1-0-8-5-8-7. Sehr nice.
Wenn wir alles rauslöten und auf den absolut schnellsten Reifen unterwegs sind, dann können wir mithalten. Könnte vielleicht noch an Yao vorbeiziehen, das jetzt da, ne? Da geht eigentlich mal eine Box. Repo denn jetzt? Dann ist er weg. Oh. Interessanterweise. Na, da wird die Lara noch knabbeln. Ja. Reifenschmelz? Nein, du hast auch nicht mal lange, du Itch. Lara kann sich aber nicht mehr viel verteidigen. Naja, 35%. Muss die Reifen bei denen Benzin noch sparen. Machen wir ein bisschen langsamer für die letzte Runde. Aber selbst da vorne, Hypolin fährt noch auf die 5, er wird nur noch Vierter werden. Vital. Verliert der Zeit gegenüber von uns. Aber Lipponen könnte jetzt nochmal den Vorteil haben, dass er wirklich noch aufholen kann. Chica kommt noch. Wollt ihr mich verarschen? Ich kann halt alles rauslöten. Und die Lara kann auch noch ein bisschen mehr Gas geben. Lipponen auf der 4 jetzt. Eine Runde noch, auch wenn die anderen die Reifen runtergeschlüppert haben, das wird nicht mehr reichen. Denn wir wissen ja auch, die Top-Teams können mit unter 20% selbst noch. Zeiten schauen. Boah. Ist das eng, oh, die können sich gar nichts. Nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln. Das Platz 6. Komm, der Liao muss noch drin sein. Meinst wieder? Wieder Liao. Und. Oh, schade, letzte. Schade. Platz 8, sehr gutes Ergebnis. Yes. Sponsor-Ziel erreicht. Und schöne. Fremder Mann. Schönes Podest, Becker, Schmidt und Suchikopf. Ja, die Chica vielleicht eine Runde früher reinholen, dann wäre noch was gegangen. Zum letzten Stopp. Da ist sie gleich unter 25% gefallen. Und die haben es echt geschafft, mit ihren Schlüppern noch durchzufahren und den kaputten Auto. Ach, ekelhaft. Ekelhaft. Hallo, ich sehe schwarz. Blackman. Spiel. Ja. Hallo? Das Spiel hat heute keine Lust, habe ich das Gefühl. Ja. Das denkt sich, die Folge war aber schnell rum. Da müssen wir noch ein bisschen. Schönes Logo, ja? Okay. Und Motorsport, da sind wir genau, richtig? Ja. Sehen wir selber ein. Da gehören wir hin. Das ist unser Zuhause. Da fühlen wir uns wohl. Aber jetzt könnte es noch weitergehen. Dumme Scheiße. Das ist nicht so günstig. Nee. Ja, 7 und 9 war ein gutes Ergebnis. Und 7 und 8 sogar, oder? Ja. Hallo. Ja, es lebt noch. Zwei Spanier, 6 und 7. Ich habe besser gesagt, vorne zwei Deutsche, auf 6 und 7 zwei Spanier und auf 10 und 11 zwei Schweden. Der dritte Schwede kreucht hinten nach. Der ist nicht angekommen. Wartet auf mich. Der wurde von Ribeiro in den Arsch gefickt. Du bist ja, er hat Ribeiro in den Arsch gefickt. Hong Yao, zurückversetzt. Boah. Hui. Oh, der war ja hinter uns. War hinter uns. Der 9. Iga Vidal, der zweite wäre geiler gewesen, der zweite Kitano. Liao, illegale Teile. Passiert seltener, aber scheinbar doch noch. Dann gibt es richtige Strafen. Platz 4. Ich meine, eh nicht so schlecht. Wenn wir wieder ein bisschen runterfallen. Sonst gibt es wieder extreme Ziele nächstes Jahr. Gut. Fischermarktpreise gewinnen. Ach komm, du schaffst das Spiel.
Ja, und Punkte für die Top 8 wäre natürlich schon sehr nice, wenn das klappen würde. Dann hätten wir jetzt Punkte bekommen. Da hat sich nichts verändert. Schon alles am Maximum. Max, Max, Max. Oh. Schöne Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Nice. Belgien, das nächste Rennen. Die Ardennen. Die Ardennen-Achterbahn. Und Sponsoren sind wieder ausgelaufen. Geil. Coole, coole, coole. Ich glaube, ein Sponsor zumindest. Ein Kohle. Einmal Kohle, bitte. Ja. Für Platz 3 wahrscheinlich. Vielleicht ist da eine nette Vorauszahlung dabei. Auf jeden Fall Penny. Einmal bitte reinhüpfen da. Achso, nehmen braucht sie gar nicht. Braucht sie gar nicht. 5 Sterne. Ein Interview. Na, was wird's denn Spannendes sein? Chica Balcazar behauptet, dass ihre Bremsen das zurückhalten und ihre bestimmt so. Was sah sie dazu? Wieder einmal Nummer 3. Wär's geil, wenn sie es vertauscht hätten. Nein. Irgendwann werden sie es wahrscheinlich fixen. Sind die Bremsen echt so scheiße? Ich baue extra meine Bremse nur für die Chica. Oh shit, das Getriebe geht sich nicht aus für das Rennen. Nein, nein, Justice. Justin. Injustice. Wird Nina Holz zurücktreten? Oh, wie spannend das ist. Das interessiert uns ein Dreck. 36. Hat zu aber alt. Hat aber noch gute Werte, trotz alledem. Fürs Liften. Ja. Noch besser als unsere jungen Hüpfis. Was? Wollt ihr mich verarschen? Cool, wir können so eine Hall of Fame oder so finden, dass wirklich die aufgeführt werden, die in den jeweiligen Ligen, denn so und so viel Sieger und so hat alt erreicht haben. Gibt's ja auch leider auch nicht. Krieg meine Tage. Drei Sponsorenangebote, sehr schön. Und auch was die European Racing München abgeliefert hat. Nightingale von der Öste und Quaid. Alter, verletzt. Gallagher auf der 6. Evans auf der 11. Und die Edda. Meine Güte, EZRT. Ist doch krass. Predator auf der 5. Sehr gut. Sehr gut. Da will ich das sehen. In 3 Tagen geht's nach Belgien. Ja, dann würde ich sagen, machen wir da einen Cut. Und sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es dann nach Belgien geht. 8 bester Wagen. Das ist wichtig beim nächsten Mal. Motor. Beschleunigung war nicht schlecht. Oh je. Naja, mal schauen. Belgien. Sonne wird angesagt, aber das heißt ja in Dings gar nichts in Belgien. Kann sich jederzeit rasant ändern. Tja. Schneit. Das wäre auch noch geil. Glatteis. Das wäre auch noch nice. Na gut, na dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir haben uns den Plattfuß da reingemacht eigentlich. Danke fürs Asphalt. Danke fürs dabei sein, Jockel. Und du hast die letzten Worte, Geräusche. Was du möchtest. Vielen Dank fürs Zusehen und dann sehen wir uns wieder, wenn es nach Belgien geht und da gibt's lecker Pommes und Fischstäbchen und Remoulade natürlich. Also, bis dann. Tschüss.